Hallo und herzlich willkommen bei Zwei Männer starren auf eine Obsidian-Kiste. Nein, bei Shattered World natürlich. Wir haben uns heute, der Olli und ich, hallo Olli. Guten Tag. Haben uns zusammengefunden aus diversesten Gründen. Erstens, wir wollten wieder Shattered World zocken. Ist schon lange wieder her bei uns. Und zum anderen, wir haben ein kleines Jubiläum zu feiern. Eigentlich zwei, wenn ich es richtig verstanden habe, oder Olli? Du hast auch ein Jubiläum. Ich bin noch nicht dran. Okay, noch nicht ganz. So spät kommt das Video nicht raus. Okay, gut. Auf jeden Fall, das Jubiläum, was wir hier feiern, ist 4 Jahre Minecraft-Videos auf YouTube von uns. Ich bin fasziniert. 4 Jahre ist das mittlerweile schon her. Und was wir alles für einen Blödsinn gemacht haben. Natürlich, Jubiläen müssen immer gefeiert werden, ganz klar. Und was kriegt man bei Jubiläen? Geschenke. Sehr schön. Denn wir haben hier unter anderem bekommen von A Stranger, und da bin ich ganz stolz drauf, ein kleines Dankeschön für den Server. Ich werfe das mal ganz kurz dem Olli zu, weil der wird auch ganz erstaunt gleich gucken, was wir bekommen haben. Guck mal. Sieht's, das sehe ich schon. Aber was für schöne. Ja. Nein. Und so richtig schön. Schwer. Ja, und 10, 10, 10er noch dazu, ne? Das ist schön. Das ist meine Geschenkekiste. Genau. So, und dann haben wir hier noch von, jetzt muss ich gucken, von Knota noch was bekommen. Und zwar einen kompletten Rucksack mit Material und noch mehr Material. Und ich werfe dir mal den Rucksack zu. Zack. Wahnsinn. Herzlichen Dank an die beiden. Guck mal, was da alles Tolles drin ist, ne? Eigentlich hat er ja die Post damit beschissen, ne? Ein Item, und in dem Item sind ganz viele Items drin. Stimmt. Ah, schlimme Sache das. Aber gut, wir werden damit leben. Wenn das so im echten Leben gehen würde. Genau. Aber dann musst du ja nach Gewicht. Päckchen in einem Päckchen. Ja, dann musst du nach Gewicht zahlen, dann hast du nicht so viel Glück damit. Okay. Ja. Und was wir uns noch überlegt haben, wir gucken heute mal einfach mal das Questbuch durch mit euch zusammen. Und je nachdem, wie lang das hier alles wird, dann müssen wir mal ein bisschen hier, ja, noch was anderes tun. So, wir haben nämlich hier, wir haben vorhin festgestellt, also bei mir stehen 57 Quests mit Unclaimed Reward, beim Olli sind 56 irgendwie. Weiß der Himmel warum. Wir gehen da einfach mal. Magic. Jo, wir gehen einfach mal durch und haben hier. Ich habe eine Erklärung. Ich war ja mal kurzzeitig aus der Questgruppe draußen, dass ich beim Bauen nicht irgendwelche Quests vorwegnehme. Ah, das kann sein, ja, okay. So, also wir kriegen hier Cyclic Assembler Coconuts. So, ich schmeiße das hier immer gleich alles rein. Dann haben wir als nächstes, Gott, ich gebe einfach mal ab, Käse und Cherry Saplings. Ich hätte vielleicht vorher mein Inventar ein bisschen befreien sollen, aber das ist ja natürlich überbewertet, ich weiß. Kann ich vielleicht... Das wirst du auch den nächsten 4 Jahren nicht hinbekommen. Nein, sicher nicht. So, dann machen wir das hier noch weg, das hier noch weg, und dann sieht es schon übersichtlicher aus. Und das machen wir noch weg, und das machen wir noch weg, und dann machen wir das und das noch weg. Was sucht ihr so noch im Inventar? Egal. So, sieht schon übersichtlicher aus, und jetzt wird es immer übersichtlicher. Sehr schön. So, und dann packen wir das noch richtig rein, und das noch richtig rein, und dann haben wir hier, ja, wunderbar, voll die Übersicht mittlerweile. So, passt. So können wir, glaube ich, damit leben. So, den packen wir da unten rein. Sieht hübsch aus. So. Also. Achso, ich kann jetzt einfach rausschmeißen. Cool. Genau. Für faule Leute. Genau. Ich hätte schon beinahe gesagt, für alte Leute, ne? Wir waren hier. Seed Analyzer und so weiter. Dann können wir hier uns hier Coffee. Na, Tee oder Kaffee? Ist ja wohl keine Frage hier, ne? Kaffee natürlich. Und rein damit in die Kiste. Kaffee Seeds. Und das und das und das. Du kommst nach oben. So, was kriegen wir noch alles Hübsches? Dann haben wir hier noch, sag es mit Blumen, dann kriegen wir noch Muskel Light Gray oder Braun. Light Gray. Komm, gib her. Ah, okay. Dann haben wir hier noch den Schmelztiegel, da haben wir Bell Pepper oder Chili. Chili. Und dann haben wir hier noch Bewässerung. Oh, wir kriegen Pistons. Yeah, cool. Und dann haben wir hier noch Butter und Starfruit Sapling. Nehmen wir auch noch mit. Okay, der Olli hat mich vorhin angemahnt, ich bin geistig noch nicht ganz da, deswegen auch unten die Chatmeldung. So, da muss ich mal mein Inventar hier befreien von all dem, was wir gerade bekommen haben. Unglaublich, unglaublich. Das Questbuch ist wirklich sehr positiv zu uns, huh? Hätte ich gesagt. So, dann kriegen wir hier Honeycomb und Pipette. Dann kriegen wir hier noch Tin Gears. Hätten wir uns vielleicht ein paar Crafting-Aktionen sparen können.
Imker, da haben wir das alles durch. Proven Frames. Und dann haben wir hier noch, oh, den Bierleiser hatte ich noch gemacht, ohne euch, naja gut, okay. Und dann hatte ich noch gemacht die Schleude, genau, und Honey Drops hatten wir auch schon gemacht. Ah, Woven Silk, sehr schön. So, mal das Inventar wieder befreien. So, wir kriegen langsam Übersicht. Naja, langsam. Dann haben wir hier noch, das haben wir noch nicht, wie viel brauchen wir dafür? 8, okay. Dann sind wir da durch den ersten Bereich. Da haben wir noch eine Quest, da müssten wir noch was machen. Ein Farm Control müssten wir uns noch basteln. Weil den Rest haben wir schon, die Forestry Farm. Ja. Fällt uns eigentlich nur noch Farm Control. Ja, stimmt, den habe ich weggelassen, weil man den ja nicht zwingend braucht. Richtig, wir haben gesagt, wir brauchen es nicht abschalten. Aber gut, können wir ja noch dazu basteln. Weil das dahinter haben wir, glaube ich, auch schon gebastelt. Da kommt unten noch dann das bessere Elvery. Das müssen wir uns noch basteln. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine extra Folge. Kriegen wir auch noch hin. Der Geist in der Maschine. Da haben wir ja ganz viel gecraftet. Der Roboter. 2 Diamond Gears. Sehr schön. Die Hilfskraft. Emerald und oh, Infinity Orb. Den kannst du dir gleich krallen, glaube ich. Check, check, check. Oh. Ist in der Kiste. Oh, super. Dann haben wir hier noch den Laser. Da kriegen wir nochmal Copper Gear und Ender Pearls. Ender Pearls, jawohl. Und dann haben wir hier noch. Der Basisspeicher, Leadstone Energy Cell. Dann haben wir hier noch den heißen Kern, da kriegen wir Tesseract Frame, haben wir gar nicht geclaimed. Dann haben wir hier noch Machine Frame Resonant, sehr schön. Und kriegen noch Reinforced Machine Frames und wir kriegen noch Power IO Module, sehr schön. Und dann kriegen wir noch ein Draconic Core? Wir hatten die Quest gemacht. Okay. Und noch ein Infinity. Das ist real gewesen. Ja, ja. Da ist noch ein Infinity Orb für dich jetzt drin. Bitteschön. Ups. Ja? Oh, ein ja. Grüner. Mhm. Dann kriegen wir hier noch Endarium Blend. Und dann kriegen wir hier noch eine. Oh, wir kriegen noch eine Aura Note. Cool. Das freut mich. Eine Aura Note. Die sieht man zum Glück halbwegs da drin. Ja, sehr schön. Und damit sind wir doch hier, glaube ich. Ja, wunderbar. Dann haben wir noch das Hologramm, da fehlen uns noch ein paar Sachen, die werden wir noch basteln. Aber hier haben wir noch 2 Acceleration Cuts, die wir kriegen, einen Comparator, den wir kriegen, Dance Cable, die werden wir auch gleich hier dann verarbeiten müssen irgendwann. Ja, ja, wird langsam voll die Kiste, aber es werden auch immer weniger. Der Zauberlehrling, was haben wir da noch nicht? Die Kampfbestie, wer hat denn die gemacht? Die Battle Mage Armor. Das ist die, die ich anhab. Ach so! Ach Gottchen. Der Zauberlehrling, ja klar, es ist Ars Magica. Entschuldigung. Gut. Ein Draconium das und ein Green Heart Kanister. Cool. So, dann haben wir die Geister, die ich rief. Das ist der Thaumcraft. Da haben wir die Brille. Da kriegen wir Fial of Essentia. Da kriegen wir noch ein paar Shards. Gott, das nimmt gar kein Ende. Quicksilver und noch ein paar Shards. Mix Crystals. Nitor. Habe ich noch Platz im Inventar? Anscheinend schon. Redstone-Komparatoren. Dann haben wir hier noch Silverwood-Lock. Sehr schön. Und noch ein Gold-Ingots. Okay. Das sieht aber schon. Oh, mein Inventar wird langsam immer voller. Aber gut, wir kriegen das. So. Haben wir das jetzt hier durch? Jawohl. Die Geister, die ich rief. So, die zauberhafte Blume. Da hat der Street anscheinend 2 Stück vergessen zu claimen. Elementium-Ingot. 4 Stück. Und Alfglas, Pixie Dust und Dragonstone. Da kann ich nichts falsch machen, ich kann nichts wählen. Ist schon mal sehr gut. Ja, ist doch so, nicht? Wer weiß, was er dazu jetzt gerade braucht. Prinzip habe ich Alf genommen. Ja. Alfglas, Pixie Dust und Dragonstone. Eigentlich alles, was man durchs Alf-Portal bekommt, aber okay. Ist ja wurscht. So, was haben wir denn noch? Die Blutbank, ja, das ist dann mein Part gewesen. Genau, ich hatte ja das letzte Mal erzählt, die komischen Salze, Schlüsselsatz, Salze, Essenzen, nein, Essenzen, crafte ich mal dazwischen drin. Wir können die Rezepte durchgehen, wenn es euch Spaß macht, aber das könnt ihr euch selber in AI anschauen. Das ist, So, dann hatte ich noch ein paar Reinforced Slates gemacht, da kriege ich noch ein bisschen was, das behalte ich aber auch schon mal am Mann. Das tun wir dann später gleich rüber. Und dann habe ich noch ein paar Imbued Slates gemacht, da kriegen wir noch Weak Binding Agent. Okay.
Oder tun wir es in die Kiste? Tun wir es in die Kiste. Egal. Ich pack's mal nach rechts unten in die Kiste, weil dann weiß ich, das muss ich dann mitnehmen. So. Gottes Willen. Was wir alles für Geschenke kriegen, unglaublich. So, dann haben wir noch weiter unten. Wir sind schon bald durch. Die Drachentöter. Drei Quests haben wir davon erledigt. Wir haben des Pudels Kern. Draconic Core. Wofür haben wir denn den gemacht gehabt? War das nicht für die... Haben wir als Questbelohnung bekommen. Auch das, ja. Aber den... Mussten wir den nicht noch einmal bauen? Ja, den mussten wir bauen für den Advanced Generator. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, ja, da war noch irgendwas. Nebenbei mal schnell noch eine Quest erledigt. Gut, dann haben wir Draconium Dust und Ingots und kriegen noch ein bisschen Dust. Das ist auch sehr schön. Und die Kernfrage, den Wyvern Core. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wofür wir den gebraucht haben. Aber... Irgendwas haben wir damit schon mit Sicherheit gebastelt. Schauen wir mal ganz kurz die Rezepte durch. Da war nichts dabei. 8, 9, 10. Whatever, wofür wir den gebraucht haben. Egal. Haben wir auch mit erledigt. Ich habe eine Vermutung, kann ich dir später mal sagen, weil ich nicht spoilern will. Also, okay. Gut. So, dann haben wir das alles drin. Dann, dann sind wir hier soweit durch. Dann schauen wir mal weiter unten. Und dann haben wir noch die Großwildjagd. Sehr schön. Die Großwildjagd, da haben wir anscheinend ganz viel geschafft. Ich gehe jetzt einfach mal hier die Quests durch. So, das haben kommt wir. Durch die wechselnden Mob-Events genau. Gerade alles irgendwann zusammen. Arctic Mobs. Den Sound kann ich nach der Folge, glaube ich, nicht mehr hören. Ein Netherstar schon wieder. Juhu! Wir schwimmen bald in Nether Stars. Nein, danke. Bitte nicht. So, das haben wir auch erledigt. Das ist cool. Ja, wir schwimmen schon drin. Noch nicht ganz, hätte ich gesagt. Aber fast. Das sind schon ein paar. Ich kann keine Quests abgeben. Was haben wir denn da drin? 10 Stück. Ui. Ja, also im Schwimmen reicht es noch nicht so ganz. Die Quests werden mir zwar als erledigt angezeigt, aber ich kann sie nicht nehmen. Welche? Ich habe hier noch Inferno und Shadow offen. Genau, und beide kann ich gerade nicht abgeben. Mag mich gerade nicht zumindest. Ah, okay. Jetzt mag er. Inventar voll? Das kann natürlich durchaus... Ja, das ist natürlich der Fall. Das ist logisch, ne? Oh Gott, okay. Inventar ist brechend voll gewesen. So, ich hätte gesagt, wir haben hier ein relativ volles Inventar mit ganz vielen Geschenken. Danke an das Questbuch, danke an die edlen Spender. Das ist doch super gelaufen. So, und zur Feier des Tages machen wir heute noch eine Kleinigkeit, denn wir haben eine Questreihe noch gar nicht angefangen. Ich rede jetzt hier nicht über das Endspiel, weil das sind wir noch gar nicht. Ich rede über das Kapitel, das namentlich... Eigentlich Spaß drin ist. Ich hätte fast gesagt, das namentlich zu uns passt. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ne? Also die Verrückten. Ja, wir machen jetzt einfach noch mal, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, machen wir einfach mal ein paar Quests. So, dann haben wir hier dieses Diamond Lattice, was wir bauen sollen, viermal. Und wenn ich auf das Rezept drauf gehe in dem Questbuch, dann kriege ich einen Disconnect und meinen Client stürzt ab. Aber das macht nichts, ich weiß, dass es hier im normalen Crafting Table funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, genau. So, und das sollen wir viermal machen. Ja. Dann machen wir das halt viermal. So, 4 mal 5 sind 20 Diamanten. Somit sind die schon mal weg. Sehr schön. Dafür kriegen wir aber 20 Diamond Lattice, ein Ultimate Stew und ein Cosmic Meatball. Okay, die nehmen wir mal mit. Packen wir mal die da mit rein. Und die packen wir mal zusammen. Die werden wir nämlich auch wahrscheinlich gleich brauchen. Denn im nächsten Punkt sollen wir uns nämlich Crystal Matrix Ingots herstellen. Crystal Matrix Ingots? Was ist denn das für komisches Zeugs? Nether Stars. Ja, damit gehen die Nether Stars nämlich ganz schnell weg. Wie viel sollen wir uns denn davon herstellen überhaupt? Einen. Hier? Einen. Einen zum Glück nur. Das heißt, wir bräuchten theoretisch 2 Nether Stars. Da klauen wir uns den einen aus der Kiste gleich mal. Und einen von da drüben, sofern der nicht... Ich glaube nicht, dass er verwendet wird. Oder 10, 10? Ne, ich glaube nicht mehr. Komm, komm, nehmen wir den mal. Ich hole dich noch einen. Ja, das, ich denke, das kriegen wir zur Not auch irgendwie hin. So, und das war doch so.
So und so, oder? Genau. Und damit haben wir unseren ersten Crystal Matrix Ingot. Oh, krass. Krasses Teil. Wofür kann man das gebrauchen? Ich habe keine Ahnung. Da kommt dieses komische Ganz viele Extreme. lustige Sachen. Ich sehe schon. Und wir bräuchten insgesamt 8 von diesen Ingots, um den Dire Crafting Table zu machen. Und 8 kriegen wir als Belohnung. Welch ein Zufall. Upsi, aber auch nicht. So, jetzt können wir uns den Söldner anschauen. Skullfire Sword. Skullfire Sword. 7er Attack Damage Effekt ist verbuggt und wird nicht mehr für die 1.7.10 gefixt. Das heißt, die Quest stellen wir mal ganz hinten an. So, dann machen wir nämlich die andere Quest, und zwar der Let's Player. Der Let's Player namens Direwolf 20 hat hier seinen extra Crafting Table, und der Crafting Table besteht aus mehreren Crafting Tables. Was das heißt, gucken wir uns mal an. Wir haben hier irgendwo einen, da hinten haben wir einen Cache. Braucht denn der Street noch? Ich glaube nicht mehr, ne? Ich glaube, das hat Welchen? er schon, die hat er, glaube ich, schon alle verarbeitet, oder? Ich glaube schon. Hat er nicht gemeint, dass er fertig Ich ist? glaube schon. Gut. Dann müssen wir nämlich, ne, das brauchen wir nicht, das brauchen wir. Zur Not So. kann ich auch ganz viel Holz aus der Baumform holen. Täusch dich mal nicht. Die ist momentan nämlich Alles schon ziemlich. verbrannt. Die ist ziemlich leer geworden. So, das sind Eieiei. 32. Das reicht immer noch nicht. Und das reicht immer noch nicht. Wir haben jetzt hier 64 Crafting Table, die wir zu 7 Compressed Crafting Tables machen. Das reicht immer noch nicht. Wir brauchen noch 2. 2 mal 19, 18. 18 mal 4. Um Gottes Willen, um die Uhrzeit. Pfeift drauf. So. 3672. Ja, also ungefähr noch 2 Stacks. So. Weißt was? Machen wir mal so. Da müssen wir noch ungefähr hinkommen. Alles, was zu viel ist, wird verbrannt. Genau. So. So viel bleibt gar nicht übrig. So. 9 Compressed Crafting Tables plus. Das der hier ergibt einen Double Compressed Crafting Table plus 8 Crystal Matrix Ingots ergibt einen Dire Crafting Table. Okay, wir haben ihn. Sehr schön. Gut. Jo. Okay. Den müssen wir uns noch Das war jetzt der irgendwo. einfache Part. Genau. Den stellen wir uns jetzt irgendwann mal dahin. Da ist er. Da steht er hübsch. Halt zuerst ins Questbuch gucken. Hat er erkannt. Dankeschön. Sehr gut. Dann können wir den nämlich mal da hinstellen. Und wenn wir da reingehen, sehen wir, Moment, da hat irgendjemand am Crafting Table. Nein, im Moment brauche ich keine Nether Stars. Aber du hörst mir gerade nicht zu, ist es auch gut. So, wie der Olle schon sagt, das war der einfache Part. Der schwierige Part kommt eigentlich dann als nächstes. Das Gottespartikel. Dazu müssen wir uns einen Neutronenkollektor bauen. Jetzt geht es ins Eingemachte. Du musst jetzt Spielzeit kondensieren, sozusagen. Dieses Teil solltest du frühzeitig in rauen Mengen herstellen. Das Neutronium kann nur mit dieser Maschine eingefangen werden. Oh Mann. Ja, ist gut. Hast zu viele. Moment. Fang mal mit Questreihe 12 an. Dann sind sie ganz schnell weg. Genau. Weil wenn er sagt, er hat 64, dann muss ich sagen, das ist schnell weg. So, der Neutronenkollektor. Wir gucken einfach nochmal den Neutronenkollektor an. Neutronenkollektor, da haben wir doch. No, nein, das ist der Kompressor. Da. Neutronenkollektor. So, wir bräuchten hier für den Neutronenkollektor. Blocks of Iron, Blocks of Quartz, Blocks of Quartz, Blocks of Iron, Crystal Matrix, Block Iron, Iron Block, Iron Block. Haben wir überhaupt so viel Eisen da? Redstone, 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 Redstone. Das wäre doch glatt noch was für den heutigen Abend, oder? Noch so ein Ding zu machen. Aber wie viel Ingots haben wir? Wir haben noch 9 Ingots da. Das ist doch schon mal eine Maßnahme. 9 Ingots ist eine schöne Maßnahme. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist schon mal gut. 7 Stück. Kann ich mir das merken? Garantiert nicht, aber ist egal. Ich versuche schon mal reinzulegen. Bleiben die auch drin liegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bleiben liegen. Haha, cool.
So, dann bräuchten wir noch Neutronenkollektoren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Eisenblöcke. Eisen hätten wir ja genügend da, nicht? Aber keine Blöcke. Ich. Dann nehmen wir doch einfach Roheisen und machen Blöcke draus. Also Dust, Eisendust. Da haben wir auch Ich. noch massig von. Ich wollte einfach mal gerade mal gucken, ob man nicht zufälligerweise noch was in unserem komischen Dings da, Bums da, Tank drin haben. Ich glaube nicht genug. Schauen wir mal. Wobei ich hatte mal wieder Eisen nachgeworfen. So, was haben wir denn da? 18,432 Millibuckets. Kann ich im Kopf nicht rechnen. Aber ich gieße einfach mal. Das hatte ich gesagt. Ich kann es mir nicht merken. Ne? 21. Irgendwas in der Richtung, ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf jeden Fall den ganzen Arsch voll. Das ist ja unglaublich hier. Also das ist wirklich was für Verrückte. Haben wir hier zufälligerweise noch Silber, Invar. Okay. 21, ja. 21, gut. Dann mache ich bei den einfachen Parts die Quarzblocks. Ist eine gute Idee. Und ich suche mal nach der anderen Schmelze, die da irgendwo da oben noch steht. Nicht, dass da noch in irgendeiner Kiste irgendwas rumflackt, was wir vielleicht gleich nehmen könnten. Wir haben hier. Das Eisenproblem hat sich gerade erledigt, Olli. Wir hatten sie hier vollständig da. Ja. So, dann haben wir hier noch drin. Eisen, Obsidian, Blut. Okay. Redstone-Blöcke. Brauchten wir noch einige. Aber Molten Redstone hatten wir, glaube ich, auch drin. Wird auch nicht genug sein. Gold, Eisen, nö. Weit weg von fertig. So, gehen wir mal nach da oben. Müssen wir mal gucken. Ah, richtig, ich habe noch was vorbereitet für später. Entschuldigung, das war ein bisschen Spoiler, ich gebe es zu. So. Gießen wir das mal runter. Da müssen wir hier ein bisschen Obacht geben, wo wir hingucken, weil der Street hat ja hier wie ein Verrückter gebaut. Wir brauchten halt, da können wir gleich gucken, Neutron-Kollektor. 3, 6, 9, 12. 20 Blöcke Redstone. 20 Blöcke Redstone. Und die müssen wir uns alle gießen, oder? Ja. Ach ja, 20 Blöcke Redstone, das sind drei. Stimmt das? Drei Stacks ungefähr. 20 mal 9 sind 80, 180. ja, das sind ungefähr drei Stacks. Das heißt, von jedem kann ich einen wegnehmen. Dann komme ich auf eine schöne Zahl, weil 63 durch 9, 63 durch 9 lässt sich ja schön teilen, ne? Durch 9. 63 durch 9 ist 7, genau. So, dann packen wir die zurück und dann haben wir hier genau eine schöne Zahl, die immer genau Blöcke ergibt. Ja, wunderbar. Wenn die Tür jetzt noch aufgeht, ja, wunderbar, geht. So, dann können wir das nämlich mal hier in die Kiste packen. 1, 2, 3. Und dann machen wir hier den Schalter an und machen da hinten den Schalter dann aus. Wenn Ah, das. weißt du, woran wir scheitern werden? An der Woran? Kristallmatrix. Wir haben nicht genug Laserstars. Moment, Moment, Moment. Welche Kristallmatrix? Wir brauchen Kristallmatrix Ingots. Wir haben genügend davon da. Die sind schon drin im Crafting Grid. Was? Ja, die Hast kamen du nicht alles. 8 Stück für... Lass mich nicht lügen, aber aus irgendeiner Questbelohnung habe ich sie. Ach, also daher kriegt man wieder 8 Genau. zurück. Ja, Okay, du kriegst wieder ja, 8 zurück. okay. Und du kriegst Dann habe sogar. ich nichts gesagt. Ja, so, du hast schon. Deine Bedenken sind nicht zu Unrecht da. Weil wenn ich mir den Rest Das hätten wir anschaue. nicht so schnell geschafft. Nein. Nochmal schnell ein paar Wither töten und nein, das kriegen wir nicht so schnell hin. So, das Redstone schmilzt. Sehr schön. Und jetzt werden Blöcke draus gegossen.
Komm. Fließt schon oder fließt noch nicht? Bitte nicht nach da hinten. Du stehst auf. Auf. Passt. Gut. Dann braucht unsere Smeltery einfach noch einen kleinen Moment, bis sie durch. Ah, da geht's los. Da geht's los. Jawohl. Und jetzt müsste das eigentlich hier langsam rausfließen. Jawohl, tut's auch. Sehr gut. Und theoretisch auch gleich in den Cache. Wer das hier hingestellt hat, keine Ahnung, aber ist gut gelungen. So, und das dauert jetzt natürlich seine Zeit, bis das durchgeflossen ist. Quarzblöcke hast du schon? Die sind schon im Table drin. Okay. Dann gehe ich schon mal rüber und lege mal die Eisenblöcke nach. Jetzt muss ich bloß über die Obacht gehen, dass ich nicht in die falsche Richtung gucke. Ach, ich kann ja... Machst ein schönes Spoilerschild drüber. Ich soll ein großes Spoilerschild drüber machen? Okay, ja. Dann stelle ich mich mal dahin. Spoiler-Alarm! Gut. Muss ich bloß ein schönes Schild dafür finden, aber das kriege ich schon hin. Und vor allem nicht vergessen. Ja, genau. Da war irgendwas. Okay. So, da hat er schon die Quarzblöcke rein. Und dann kommt dann quasi... Der Rest außenrum sind alles Iron-Blöcke. Gut, das kriegen wir hin. Eisenblöcke, hier. Schwupp, schwupp, schwupp. Weil ich glaube, bis die Folge draußen ist, hat Street seine schon rausgebracht. Wollte die nicht am Dienstag die erste? Ja, schon. Ich weiß aber nicht, wann am Dienstag. Und ich wollte eigentlich diese Folge am selben Tag rausbringen. Eigentlich. Okay. Ja, von daher, weiß nicht. Aber kriegen wir schon irgendwie. Also ich will ihm nicht vorweggreifen. Von daher, er hat... Wobei, ich muss ja dazu sagen, er hat unser Upline-Schlüssel-Netzwerk auch gespoilert, ne? Aber da war ich ein wenig spät mit der Folge, jetzt gebe ich ja zu. Kommt vor. So, jetzt für die Verrückten fehlen eigentlich bloß noch die Redstone-Blöcke. Genau. Aber wir sind ja verrückt, ist okay. Dieses verrückte Redstone. Genau. So, und jetzt, weil es so schön war, nochmal Spoiler-Alarm! Gut. Muss sein. So, und währenddessen kann ich hier nochmal ernten. Weil davon werden wir demnächst wahrscheinlich auch einiges brauchen, von diesem komischen lilanen Zeugs da. Ich weiß auch immer nicht, wofür man das so andauernd brauchen kann, ne? Aber egal. Und diese komischen Perlchen hier. Können wir langsam einen schwunghaften Handel damit angehen. So. Wenn es die anderen nicht auch schon hätten. Und wir hatten hier die Obsidiana-Seeds hingestellt. Ne, egal. Keine Ahnung. In Anbetracht, dass Obsidian gar nicht so trivial ist. Stimmt auch wieder, ja. Wegen Lavamangel. Mhm. Die glaube ich ganz nützlich. Aber du musst die ja dann trotzdem wieder einschmelzen. Ja, das mag sein. Du brauchst keine Lava, um Obsidian herzustellen. Ja, aber eigentlich dann zum Schmelzen theoretisch Lava oder... Naja, okay. Egal. So, wie sieht's denn aus da drüben an der Front? Da wird noch freundlich gegossen. Ihr freundlicher Redstone-Partner? Ich glaube, das sind die letzten, die er da gerade gießen muss. 11 haben wir schon. Oder? Ja, die Kiste ist auf jeden Fall schon mal leer. Wir haben uns verzählt. Na, es müssten sogar theoretisch ein paar mehr Blöcke rauskommen, wie ich gedacht habe. 11 Stück. So, schauen wir mal, wie viel wir brauchen. 3, 3, 3, 3, 4 mal 3 macht 12, 12 und 8 macht 20. Ja, das haben wir doch gleich. Ist doch schön. Komisch, wir kommen bei der Quest mit den Verrückten eigentlich ganz gut zurecht. Warum nur? Das ist ja nur der Anfang, das ist jetzt... Vorgeplänkel eigentlich nur. Genau. Am nächsten kommen wir schon mehr weiter. Doch, jetzt schon. Dank Geschenk schon. Ja, aber selbst damit wird es ein Momentchen dauern. Ja, das ist richtig. Aber wir haben doch Zeit. Ist ja kein Problem. So, 14. Stopp, selbst mit Geschenk kommen wir nicht weiter. Da kommen doch nicht die Seeds raus, sondern kommt der Pile of Neutrons raus. Und die Pile of Neutrons müssen wir irgendwie, genau, in der Schmelze mit 4000 Grad Celsius. Kriegen wir die Schmelze überhaupt bei 4000? So weit kommen wir gar nicht. Ach so. Schau mal, was du unter den Seed machen musst. Moment, das ist hier Rezept und Crystal Matrix. Und die Crystal Matrix sind 9 Ingots. 9 Ingots, das sind ein paar zu viele. Ein paar.
Wir kriegen 8 Neutronium Nuggets. 8 Neutronium Nuggets werden uns aber auch nicht weiterhelfen. Naja, gut, wir kriegen das schon irgendwann mit irgendwas. Ob nur mit Danone-Joghurt oder nicht, ist auch egal. So, komm, noch 3 Blöcke und dann haben wir zumindest die Quest noch erledigt. Dann haben wir wieder eine tolle Folge abgeliefert. Eine verrückte Folge. Verrückte Quests erledigt. Und einen ganz komischen Crafting-Tier uns angeguckt. Originalaussage von Sanga war: Wieso verwendet irgendjemand überhaupt den Mod? Der Mod war nie dafür gedacht, dass ihn irgendjemand verwendet. Entschuldigung, kommt vor, bisschen verrückt. Passt schon. Ach je. Komm, letzter Ist Block ja noch. auch nur so zum Spaß reingekommen. Genau. Man muss ja Bis. mal ehrlich sein, prinzipiell ist es unmöglich, mit der Mod bis zum Ende zu kommen. In diesem Modpack. Ist ja in Ordnung, oder? Ja. So, damit haben wir unsere 20. Außer man ist wirklich verrückt. Dann würde das ja gut zu uns passen. Nein. So, diesmal bin ich ohne Spoiler-Alarm durchgekommen. So. Und jetzt kommt unser wunderbarer Kollektor gleich. Wir brauchen hier eine Runde. Hier jeweils drei dran. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind wir jetzt ein Neutron-Kollektor. Jo. Was machen wir mit dem? Einfach hinstellen. Gut. Und der collectet jetzt Neutronen. Genau. Kann man den da? Alle 5 Minuten, glaube ich, kommt da einer raus. Können wir den Ein auch neben Teil. einen Atomreaktor stellen? Geht er dann schneller? Ich denke, das ist nicht vorgesehen. Okay, gut, dann lassen wir ihn einfach mal laufen und schön vor sich hin blinken. Egal. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Irgendwann mal. So, in diesem Sinne, 30 Minuten haben wir hinter uns, sogar 32 gleich. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns noch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben. Freundschaftsbekundungen, Glückwünsche zum Vierjährigen und so weiter. Alles bitte unten ab in die Kommentare. Da, wo der Olli gerade hinguckt, ne? Ganz nach unten. Genau. Es ist immer schön, wenn ich vor dem Bildschirm auf irgendwas hindeute. Das sieht natürlich eh keiner. Ansonsten bleibt nur noch eine Sache zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Tschö.